Hallo YouTuber und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Pharma 2.0 auf der Hof Bergmann. Das Ganze natürlich mit dem lieben Stallus. Hallo und mit dem Axel. Ja, meine Lieben, da sind wir mal wieder. Ne? Wundert euch nicht, wir sind noch auf der normalen Hof Bergmann. Das bedeutet, wir werden natürlich auch, sobald das Herbst-Update öffentlich rauskommt. Ne? Ihr wisst ja, ich kann das Ganze schon vorher zeigen. Ja? Und etc. pp. Und wenn wir die Map dann gemeinsam haben, ne, das Herbst-Update, dann Stallus, ja, dann ja. Machen wir hier unten zu und nehmen uns einen neuen Hof, wa? Ja, klar. Ja, so. Und dann geht's richtig los, mein Lieben. Dann geht's richtig los. Ne? Wir nehmen Maschinen, ja, nehmen wir mit oder entwickeln uns etwas weiter. Oder wir werden sehen, wie was wo. Ja. Bleibt einfach dran, wenn ihr es wissen wollt. Ne? Das sehen wir dann. Also wir wirtschaften uns jetzt in Minus, dass wir dann wieder mit einem neuen Hof anfangen können. Dann fällt das nicht so auf. Ja, erstens das. Und zweitens, ihr Lieben, ja, ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, Mensch, sollen wir bei den Alten bleiben? Oder sollen wir dann so ein bisschen ins Youngtimer gehen? Ne? Oder komplett neue Maschinen? Oder das Aktuelle aus dem Mod-Hub? Oder, schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, genau. Wie wir es machen sollen. Ne? Und ja, aber jetzt nicht lang sappeln, würde ich sagen. Ne? Was machen wir? Feldarbeit, wa? Ja, Feldarbeit. Ich denke mal, ich bringe jetzt hier noch ein bisschen was Kalk aus und dann haben wir Dünger, weil wir müssten auch mal düngen. Wir können Dünger kaufen, glaube ich. Warte mal. Wir können Dünger einmal kaufen beim Shop. In der Theorie ja, aber wird nicht viel Spielraum sein. Warte. Oh. Ja, vielleicht ein bisschen Raps. Wir haben ja Raps. Vielleicht sollen wir Raps verkaufen. Wir können ja auch mal gucken, ob wir nicht vielleicht die Balken oder was wir jetzt beim Sägewerk haben, dass wir das mal verkaufen wollen. Ne? Stimmt, Stalus, da haben wir ja auch noch was. Genau so ist es. Genau so ist es. Ja. Und wir müssten ja auch mal gucken bei unserem Mehl. Oder, nee, Quatsch. Ich glaube, die Sache war schiefgelaufen. Da war ja was. Das war ach ja, ja. War zu Schrot. Das hat sie doch geschrotet, ne? War das nicht so? Das haben wir noch nicht immer geschrotet. Das haben wir. Oh, ja. Oh, ja, ja. Oh. Ja, wenn wir das schon, also da auch mal ein Verbraucherhinweis an euch. Wenn ihr natürlich eure Güter in eine Produktion fahrt, vergesst es nicht, die Produktion auch anzustellen. Genau, habe ich in diesem Sinne mal getan. Gut. Dann wird jetzt Weizenschrot produziert. So, aber nicht lang schnackeln. Ne? Gut. Flug in den Nacken, nee, in den Boden suchen. So. Mal ja weiter pflügen, dass wir hier zu Potte kommen, ne? Das ganze Zeug hier. Genau. Gehen mit dem Baitflug. Und, meine Lieben, mal nochmal ein bisschen Eigenwerbung in dem Sinne. Ihr seht hier unten, guckt mal bitte unten in die zweite Cam, na, wer hat reinguckt. Bleibt immer wieder. Lelele. Ja, genau so ist es. Ihr seht hier unten die Seitenkonsole L. Ne? Ihr wisst ja, ich bin gebattert mit einer Seitenkonsole, mein Lieben. Ja, habe jetzt derzeit die L mit dabei. Und ihr seht ja oder wisst ja, ne, wir haben es ja auch schon im Stream und etc. angeguckt. Gab ja auch ein Unboxing dazu. Und, ne? Also ich kann sie wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, ne? Wer da Bock drauf hat und wen es interessiert, ne? Schaut da auch gerne einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da ist nämlich der Link direkt zu LS Seitenkonsolen mit dabei. Ja? Und könnt ihr euch einfach mal belesen. Ne? Wie gesagt, was ich hier unten habe, ist die Seitenkonsole L. Ja? Könnt ihr euch gerne einfach mal anschauen. Genau. Und wer bei mir denkt, wo ist die zweite Cam? Das seht ihr alles beim Excel. Wie auch gerade schon gesagt hat, weil ich habe zwar auch so eine Seitenkonsole, aber bei mir ist sie Standard. Naja. Ja, aber die ist wirklich, ich meine klar, ne, das brauchen wir auch nicht zu verschweigen oder. Ne, klar hat die Seitenkonsole hier echt ihren Preis. Ne, du hast ja glaube ich auch schon mal geguckt, oder Stallus? Geguckt, ja, klar. Ja, ne, und na klar ist das. Es ist schon, ne? Also es ist Kebab-Stil, ne? Also das ist schon ordentlich, ne? Aber man muss halt auch dazu sagen, es ist ja auch Handarbeit, ne? Und er macht das ja auch alles alleine. Also von der Entwicklung
bis zum Endprodukt macht er das ja alles alleine. Mhm. Ja. Und ich finde, du musst ja auch rechnen, Materialkosten und. Ja. Ich finde schon, dass das gerechtfertigt ist. Ja. Oder was meinst du? Na gut, ich bin ja immer so dafür, entweder kaufst du Eimer und dann richtig, auch wenn es dann was teurer ist, anstatt dann billig, aber dann 3-4 Mal. Wobei das ja auch nicht mehr ganz so ist. Ne? Ich sag mal, ich beziehe das auch so ein bisschen, also jetzt auf das Allgemeine mal gesehen, ich beziehe das auch hier und da tatsächlich bei mir auf Instrumente oder Zubehör, wie auch immer. Mhm. Du kannst auch richtig tief in die Tasche greifen, dir Zeug kaufen und dann denkst du dir, was ist das? Ja. Dann du bezahlst, ja, weiß ich auch nicht, ob das so richtig ist, aber ich habe schon Fälle erlebt, da bezahlst du wirklich nur noch den Namen und kannst du im Endeffekt in die Tonne hauen. Ne? Das soll jetzt nicht heißen, dass das hier auch so der Fall ist, um Gottes Willen. Nee, das will ich nicht damit sagen. Aber es gibt natürlich auch manchmal dann auch wieder Leute, die solche Produkte herstellen, wo du genau weißt, okay, das hat seinen Preis, aber wenn ich es dann selber in der Hand halte oder auch damit in dem Sinne arbeite, das merkt man schon. Ne? Und das ist auch dann jeden Cent gerechtfertigt, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sehe ich halt genauso, ne? Ich meine, klar, ich bin auch ein kleiner Knauserkopf, was das Geld angeht, ne? Aber es stimmt schon. Also die Erfahrung hat schon weitaus immer gezeigt, greifst du halt, greifst du ein bisschen tiefer in die Tasche bei manchen Dingen, ne? Kaufst du halt wirklich nur einmal. Wiederum, da kann es auch sein, neuer Name, ne? Wie du schon sagst, und dann hast du bloß mystisches solchen ein, ne? Alles schon mal erlebt, hat jeder von uns, denke ich mal, schon mal erlebt. Ja. Das geht ja auch los bei einem Mikrofon, ne? wenn man danach geht. Ne? Ja. Du kannst ein gutes, günstiges Membraner erwischen, ja? Und das ist top, ja? Das ist wunderbar. Ne? Und du kannst aber auch ein teures haben und du kriegst einfach die Krise mit der Einstellerei. Ja. Ja? Das ist alles, ne? Man muss halt im Prinzip immer selber sehen, ne? Wie, was, wo ist das Beste. Und klar, sag mal so, Erfahrungsaustausch, alles gut und schön. Ne? Ich höre mir da auch immer gerne viel an oder belese mich da auch immer gerne viel. Ne? Aber letzten Endes höre ich dann immer schon auf mein Bauchgefühl. Also so gehe ich dann immer vor. Und das hat mich bisher, nicht getäuscht. Ja, aber auch gerade, wo du, sag ich mal, Mikrofone ansprichst, hast ja auch wieder unterschiedliche, ich sag mal, was wir jetzt hier haben, ich behaupte jetzt einfach mal, das sind ja wirklich auch so Mikrofone, was für PC, Podcast, Streaming oder so, sag ich mal, den größten Teil genutzt wird. Dann hast du natürlich auch noch andere Mikrofone, die natürlich Leute, sag ich mal, die Musik machen, die in Band spielen oder so. Da hast du natürlich nochmal andere Mikrofone am Start. Ne? Da habe ich zum Beispiel damals auch mal das Ding gehabt, dass ich mir ein teures Mikrofon, Marke, es ist jetzt mal egal, aber ich habe mir damals ein ganz teures Mikrofon gekauft. Das konntest du wegschmeißen, weil das war nicht schön. Das war nicht schön. Und dann habe ich gedacht, so, dann guckst du jetzt mal nach einem etwas günstigeren. Ja. Ja. Und dann habe ich ein Dreier-Set gefunden, ein billiges Dreier-Set von Mikrofonen. Ja. Für insgesamt 25 Euro. Drei die gleichen Mikrofone. Und hat funktioniert? Da kommst du mit dem Trecker drüber fahren. Die funktionieren heute noch. Die haben einen Klang, das ist der Wahnsinn. Siehst du? Das ist halt wieder, ne? Das ist halt, ja, das kommt halt auch immer drauf an, ne? Wie, was, wo. Ja. Aber ja, ich bin tatsächlich auch, weil wir gerade beim Mikrofon sind, ne? Bin tatsächlich am Überlegen,
Ich habe ja jetzt mein Mikro so über mir hängen. Ne? Das, das seht ihr ja nicht, mein Lieben. Das hängt ja hier oben so. Ne? So. Ich bin tatsächlich am Überlegen, es mal zu probieren. Man ist ja, Soundqualität ist ja sowieso immer so ein so Dachschaden von Podcastern, Streamern etc. pp. Ne? Ist ja eine Krankheit mit den Mikros und mit den Sound. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, mir seitlich ein neues Mikro dran zu machen. Und das dann hier so ein bisschen näher, also so 10 cm oder so, vor mir zu haben, weil ich glaube, dass die Soundqualität dann nochmal ein bisschen geschmeidiger rüberkommt. Es ist möglich. Also ich sag mal, du hörst ja prinzipiell schon mal, meines Erachtens schon mal einen Unterschied, ob du jetzt jemanden hast mit einem Headset. Du hörst einen Unterschied, ob da jemand, sage ich mal, von der Mikrofonplatzierung, wie du das Mikro jetzt etwas weiter weg hast oder über dir, wie auch immer. Mhm. Dann hörst du wiederum, wenn ich an gewisse Leute denke, auch Streamer, Streamerinnen, wie auch immer, du hörst so schon irgendwo einen Unterschied, was die für Mikrofon haben, wie das platziert ist. Mhm. Aber am Ende des Tages, denke ich mal, zählt einfach nur, wie du die Einstellung hast, ob das für den Zuschauer, Zuhörer auch wirklich alles so in Ordnung ist. Und dann ist das Thema doch auch gut. Ne? Na klar, das ist klar, auf jeden Fall. Ne? Das auf jeden Fall. Ich bin da halt hin und her gerissen. Ne? Ich sage ja immer wieder, never change a running system. Ne? Deswegen tue ich mich da auch noch ein bisschen schwer. Weil wiederum kommt mir auch der Gedanke immer in den Sinn, ich bin jetzt ganz froh, dass die Einstellungen so, wie sie sind, schon relativ gut sind, würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Gerade auch mit den Nebengeräuschen her vom Lenkrad, sicherlich, du wirst immer irgendwo ein bisschen was hören, wenn man Lenkrad macht oder so. Ne? Aber ich überlege dann halt auch, wie ist das, wenn ich das Mikro schon so in meiner Nähe dann habe, ne? Wo ich dann so 10 cm vom Mund das Mikro habe. Wie ist es dann mit dem Lenkrad? Weil das ist ja dann auch nicht weg. Weißt du? Ja gut, das ist ja im Endeffekt bei mir jetzt so der Fall. Ne? Also ich lenke die ganze Zeit. Hörst du irgendwas? Nö. Ja, siehst du. So. Aber also, hast du da auch Platz? Also das ist ja so meine Angst auch mit, dass ich dann nicht mehr so viel Platz habe. Ja gut, wenn du... Ja, das ist halt so die Sache. Ne? Da musst du dich dran gewöhnen. Ich habe das jetzt so... Ich weiß auch noch nicht, ich wollte mal, gut, bei mir ist das sowieso jetzt hier in dieser Ecke, wo ich jetzt bin, ich habe keine andere Möglichkeit, ich muss hiermit irgendwie klarkommen, aber ich wollte gerne so einen Mikrofonarm irgendwie so an ein Regal so in der Ecke machen, dass das irgendwie so von oben runter, das ist halt immer so eine Frage, weil du ja die ganzen Bildschirme ja auch im Blickfeld hast, ne? Ja, deswegen. Und wenn du dann dich, sage ich mal, erneuerst, das ist natürlich eine echte Umstellung. Ne? Aber jetzt sei mal ehrlich, das ist doch genau dasselbe wie mit diesem Track-Eye-System da. Das ist doch auch, Track-IA, was ich hab hier, ja. Ja, so, und das ist doch auch, das war doch auch schon mal eine ganz große Umstellung, dass du da auf einmal irgendwas auf der Birne hast. Ja, es war halt, ich habe halt lange rumgetüftelt, ne, weil mit dem Head, also ich kann ja nicht, deswegen trage ich ja In-Ears, weil ich mich selber von der Lautstärke hören muss. Das ist eine dumme Krankheit oder so, aber ich muss meine Stimme selber hören, sonst schreie ich einfach nur. Echt? Dann kann ich gar nicht, ne? Doch, sonst schreie ich einfach nur. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich im Ohr selber höre, das nicht, ne, wie du es ja auch machen kannst. Du kannst ja oft auf die Kopfhörer oder so, kannst ja deine Stimme auch nochmal selber legen. Ja, ja. Ja, so, das habe ich ja nicht, das Monitoring. Ach so. Ja. Sondern ich höre nur so, wie man sich selber hört, wenn du auch normal redest, ohne was im Ohr. So. Ach so, ja. Weißt du, das muss ich haben, aber in normaler Lautstärke. Wenn ich jetzt Kopfhörer auf hätte, solche Mickey-Mäuse, dann hörst du dich ja um einiges leiser. Ja? Und das um einiges leiser hören, das macht mich wahnsinnig. Dann werde ich immer lauter und immer lauter und, weißt du? So, da bringt doch das Monitoring nichts, weil das Monitoring ist ja auch so, es kommt ja etwas verzögert an. Ja. Weißt du? Und das bringt mir total raus, dass das verzögert ankommt. So.
Und deswegen hatte ich ja da erst mit dem Headset rumprobiert, da ging nicht so richtig, ne? Und deswegen habe ich mir dann das so umgebaut, wie ich es jetzt habe, mit dem Track hier A. Das funzt optimal. Ja. Ja, ich war letztens auch kurz davor, mal zu investieren, aber so ein Ding hier auf dem Bildschirm vor mich drauf zu machen, das wäre zwar dann etwas teurer gewesen, aber... Das hab ich ja auch. Ja, aber du machst ja noch was auf den Kopf. Ja, das ist richtig. Aber das, was ich da gefunden hatte, da brauchtest du das nämlich nicht. Ja, das steuerst du mit den Augen. Oh, Harre. Dann doch besser nicht. Ja, das musst du dann, da wird nämlich, da hast du nämlich so einen Sensor, was deine Blickrichtung, weißt du? Und dann guckst du dann nämlich immer in die Richtung mit deinen Augen und das habe ich auch probiert. Das macht mich aber auch ein bisschen wahnsinnig. Also das macht mich vom Kopf her ein bisschen körrer. Da wird mir schwindelig. Zum Glück nicht. Echt? Ja, da wird mir persönlich schwindelig. Und deswegen habe ich dann ja dieses Track hier A probiert. Ne? Und da hast du ja oben, habe ich ja auf meinem Mittelbildschirm, habe ich ja diesen Hänger, sage ich mal. Ja. Das ist ja, sieht auch aus nochmal wie so ein kleiner Bildschirm. Weißt du? Und ist ja auch alles infrarot. Und dann habe ich ja dieses Gestänge. Und dieses Gestänge kannst du ja einmal so seitlich, wie ich das habe. Ja? Ja. Oder wenn du jetzt ein Cappy hast oder so, dann kannst du dir das oben nochmal auf den Kopf setzen. Weißt du? Da hast du das gar nicht an der Seite. Da hast du es quasi nur oben drauf. Das ist ganz, ganz clean. Als schon nachher mal politisch. Ja. Weißt du? Und da bewegst du halt, stellst du ein. Ne? In der Software kannst du noch ein bisschen die Schnelligkeit, wie schnell soll das alles drehen und. Ja? Und das ist halt so, das nimmt dich von der natürlichen Bewegung nicht weg. Ja? Also du behältst deine natürliche Bewegung im Prinzip bei. Ja. Und das ist wirklich schön. Ja, weil nichts ist nervender, als wenn du eine unnatürliche Bewegung machst. Weil wir müssen uns ja, beim Streams ist ja nicht nur so, oder auch beim Videos ist ja nicht nur so, dass wir uns einfach nur aufs Game konzentrieren. Ne? Wir müssen ja schon Multitasking sein. Ne? Wir haben das Programm im Blick. Ne? Wir haben die Zeit im Blick. Wir machen uns vorher auch Gedanken, ne? Was machen wir, wie machen wir. Ne? So. Und beim Stream kommt da noch ein bisschen was mehr dazu. Ne? Und wenn du da eine unnatürliche Bewegung machst, sagt ja dein Hirn dann schon wieder zu dir, nee, nein, lass das, bitte. Ja. Yeah. So, und machst du eine natürliche Bewegung, dann ist gar nichts. Ne? Da geht das halt rubbel die Katz. So. Und jetzt haben wir, also ihr seht Leute, vielleicht sollten wir wirklich langsam mal drüber nachdenken, ob wir Podcasts machen. Ja. Weil, ja, sind etwas drüber heute, aber ich glaube, mein Gott, hey, so schlimm ist es nicht. Ne? Nö. Ich alles erzähle uns noch eine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Genau. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne noch ein Däumchen nach oben da und schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, ja, wie eure Ansicht so ist mit Preis-Leistungs-Verhältnissen von Artikeln im Allgemeinen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es hier weitergeht auf der Hof Bergmann bei Pharma 2.0 zusammen mit dem Excel. Macht's gut, bis dann. Tschö. Ciao.